Einführungsrednern gehört, dass ein großer Zusammenhang besteht zwischen dem, was ich mache. Ich will das ein bisschen vereinfachen. Na, da zwei Beispiele. Ich habe mich in früher Zeit immer geweigert, Pflanzen in die Wohnung hineinzubringen. Wegen Ungeziefer, wegen Staub, Fliegen und so weiter. Und ich habe in meinem Sportclub einen Gärtner kennengelernt, der hat gesagt, du, ich würde dir empfehlen, Kakteen zu sammeln. Ich sage, kommt nicht in Frage, kommt nicht in Frage. Und bringt mir dieser Mensch doch zu meinem Geburtstag tatsächlich drei Kakteen und sagt, ich stelle sie dir hierher, du kannst machen, was du willst. Und wenn wir als drei Stück irgendeiner Kategorie zusammenkommen, wird natürlich leicht eine Sammlung draus. Und das hat mich dann so interessiert, dass ich tatsächlich mir welche angeschafft habe. Und da ist mir das Fibonacci-Muster, dieser sich nur kreuzenden Spiralen, die man auf Kakteen sehen kann, aber auch bei Sonnenblumen aus der Fruchtständen. Und da ist es ja sehr schön. Und da habe ich gedacht, das muss doch eigentlich einen Grund haben und habe dann etwas berechnet, wie das zustande kommt und bin draufgekommen, dass das so etwas ist, die dichteste Kugelpackung auf einer gewölbten Fläche. Das heißt, es ist die optimale Ausnutzung der Oberfläche. Das ist also ein kleines Ergebnis und das zeigt, dass ich da gar nicht systematisch mich an ein Problem zugewandt habe, sondern dass man mich gewissermaßen gezwungen hat. Und ein weiteres Beispiel, wo man auch sagt, Bonaventure, Philosoph, das war Weltbeziehung, Universum. Ich habe einmal einen Festvortrag halten müssen bei dem Verband der deutschen Höhlenforscher. Und das Telefongespräch ging mir so, ich fragte, ja, über was soll ich sprechen? Er sagt mein Partner, ja, über die Dachstein-Mammut-Höhle, da sehen Sie ein Quer davon. Da sage ich, da habe ich schon 2000 Mal Vorträge gehalten, ist doch langweilig. Da sagt er, ja, also wenn du etwas Besseres weißt, dann bitte, was wäre das? Und da sage ich, ja, wie wäre es, wenn man mal über Höhlen auf anderen Planeten sprechen würde? Ja, großartig, ich notiere, das ist abgemacht. Und dann habe ich mal überlegt, ja, was weiß ich denn über Planeten auf fremden Planeten? Überhaupt nichts. Und ich könnte natürlich, dass auf dem Mars vielleicht etwas ist. Und habe mir also Bücher beschafft über den Mars und darauf gekommen, dass vielleicht in ganz früher Zeit so etwas wie die Höhlen auf der unsere Karsthöhlen in den Kaltgebirgen vorgekommen sein mag, aber da ist keine Spur mehr vorhanden. Und erst schon relativ kurz vor dem Vortrag bin ich draufgekommen, dass der Mars der Planet unseres Sonnensystems ist, der die größten Vulkane hat und daher natürlich auch die größten Lavafelder in der Umgebung der Vulkane. Und wir kennen von der Erde sehr wohl Lavahöhlen und dann habe ich das noch einmal genau angesehen, wo solche Lava abfließt, da muss zwingend ein Hohlraum drinnen entstehen. Wenn die Lava oben abkühlt, erkaltet sie und verdichtet sie und wird fest von der Oberfläche her, unten rennt weiter etwas ab und das muss am Mars viel größer sein als bei uns. Die Schwerkraft ist geringer, das heißt die Räume, die sich da bilden, können weitaus größer sein. Und das habe ich, da bei dem Vortrag vorgetragen und man hat das etwas skeptisch aufgenommen, denn es kann ja nicht einer von seinem Lehnstuhl aus bei der Höhle auf den Mars entdecken. Das bin ich Theoretiker und ich kann das sehr wohl und habe schon oft darum zu kämpfen gehabt, dass etwas, was ich beschlossen habe aus der physikalischen Situation, dass das natürlich dann experimentell bewiesen werden muss, dass man aber da mit großer Sicherheit etwas voraussagen kann. Und in der Tat sind ja 5 Jahre später dann Marshöhlen entdeckt worden, nämlich durch Satellitenfotografie. Und es hat sich herausgestellt, dass es also ein Eingang, dass man den Einbrüche, Decheneinbrüche dieser großen Hohlräume wahrscheinlich einmal benutzen wird, um hinunterzukommen. Und das ist natürlich nicht ganz unwichtig. Man hat gesagt, ja, was soll das, die Höhlenforscher sehen das als Kuriosum an. Das ist nicht ganz so. Erstens, wenn wir Spuren von Leben auf dem Mars finden wollen, dann muss das im Inneren sein. Was außen drin geblieben ist, ist durch die harte Strahlung zerstört. Na, Höhlen sind natürliche Schutzräume und wenn es auf der Oberfläche unangenehm wird, wie bei uns in den Eiszeiten, zieht sich das Leben in Höhlen zurück.
Das heißt also, es ist durchaus die größte Chance, Spuren zu finden, da besteht noch einmal in den Nashöhlen. Und zweitens, wenn man als Astronaut einst landen wird auf dem Mars, dann ist schon vorgesehen, dass man in igloo-artigen kleinen Räumen überleben muss, denn wie soll man ein Gebäude bauen? Und das ist möglich, eben wegen dieser schon erwähnten Strahlung setzt man sich ja einer Gefahr aus. Und da ist es natürlich außerordentlich praktisch, wenn man in die Höhlen ausweichen kann, wo dicke Gesteinsschichten die Strahlung abschirmen. Und ein Kollege hat gleich vorgeschlagen, Foliensäcke in die Höhlen einzubringen, um mit Luft aufzupumpen, sodass die Astronauten dann größere Räume haben, in denen sie sich bewegen können, was wichtig ist, und wenn sie wollen, sogar Tischtennis spielen.